Tu sais, au cinéma, tout finit à la plage. Mais en histoire, tout commence à la plage. Vasco da Gama und Kolumbus entdecken neue Welten, indem sie an den Strand gehen. Und so etwas Ähnliches tun wir auch. Am Strand mischen sich unterschiedliche Leute, das kennen wir aus den Ferien, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Geschichten. Mein Name ist Valentin Gröbner. Ich bin Professor für Geschichte an der Universität Luzern. Je m'appelle Christina Schulz, je suis historienne, professeur en histoire contemporaine à l'université de Neuchâtel. Nous sommes toutes les deux attachées à des petites universités, des universités de proximité, comme on dit en Suisse romande, des universitäten der kleinen Wege. Et nous proposons ensemble un master bilingue en histoire. Die Studierenden schreiben sich an einer der beiden Universitäten ein und studieren dort, verbringen aber mindestens ein gesamtes Studienjahr, in der Regel das erste, an der Partneruniversität. Und dort lernen sie deren akademische Kultur, deren Soziabilität, die Sprache und die Spielregeln und Traditionen kennen. Wir sind beides kleine Seminare, aber die Städte sind so unterschiedlich wie möglich. Français, Deutsch, Reform, katholisch, Vin Blanc, Bratwurst. Und das ist wichtig. Die Stadt ist ein kleines Land und Geschichte ist ein Gemischtwarenladen. C'est pour cela que le master en bilingue est une offre idéale pour ceux et celles qui ne souhaitent pas seulement nager dans leur propre petit lac, dans leur propre pool, mais qui veulent être comme des poissons dans l'eau. Partout. Et ceci des deux côtés de la Sarine. Auf beiden Seiten des Röstigrabens. Und das ist kein Nachteil in einem Land mit vielen Gewässern und vielen Sprachen. Si la Suisse se définit habituellement par ses montagnes, au-dessus de nos têtes ou dessous par les longs tunnels, nous, en histoire, peut-être à Neuchâtel, à Lucerne, on le voit différemment. Nous pensons qu'étudier l'histoire en Suisse, c'est travailler sur la plage. Strand ist Rand. Strand ist das Zusammenstoßen von ganz unterschiedlichen Elementen. Und man kriegt nasse Füße, wenn man nicht aufpasst. Aber man kann auch schwimmen gehen. Das ist der Master Bilingue. Und dafür brauchen wir das hier. Die Schwimmbrille.